Wir gucken natürlich jetzt mehr ins Detail, in die Möglichkeiten und Trends. Wie können Präsentationen 2020 aussehen? Wie können wir einfach kreativ und virtuos mit Präsentationen umgehen? Und ich freue mich jedes Mal riesig auf die Präsentation, die Matthias hier vorbereitet hat. Denn also für mich war das eine ganz neue Welt, die du da aufgebaut hast. Ich bin seit Jahren und Jahrzehnten mit Präsentationen unterwegs, weil ich für ein Konferenzunternehmen gearbeitet habe, was immer viel mit Präsentationen zu tun hatte. Und die Referenten haben immer die Folien geschickt und da musste man nochmal drüber schauen, ob die auch vom Format funktionieren. Und das sind ganz, ganz neue Welten, die du immer wieder aufbaust. Also deswegen seien Sie gespannt und freuen Sie sich jetzt auf die Präsentationstrends 2020 von und mit Matthias Garten. Prima. Ja, zum Einstieg habe ich gleich mal so als kleine Einstimmung einen Überblick so über die Präsentationstrends 2019, 2020 und dazu gibt es hier ein Video. Was werden wir sprechen die nächsten Minuten? Und zwar, ein Punkt ist natürlich über die Trends, das ist ja schon im Titel drin. Der zweite Punkt ist, ich werde über drei Fehler sprechen, die meisten unserer Kunden oder meiner Kunden machen und was es dafür für Lösungen gibt. Und der dritte Punkt ist, wie können Sie mit guten Folien Ihre Ziele besser erreichen? Ja, ein Punkt ist der hier. Wer von Ihnen kennt die Maslow'sche Bedürfnispyramide? Oh, ich sehe schon, die meisten von Ihnen hier, 70% kennen die, also die Grundbedürfnisse des Menschen. Was treibt uns an? Was motiviert uns? Ja, meine Damen und Herren, leider hat sich diese Kurve oder diese Pyramide etwas verändert. Das sieht nämlich heute so aus, wie Sie es jetzt hier sehen. Es sind ein paar Dinge hinzugekommen, die jetzt essentiell sind für das Leben auf dieser Erde. Und meine Kernbotschaft für Sie lautet, du bist nur so gut wie deine schlechteste Folie. Jetzt wird der ein oder andere sagen, warum ist das denn so? Klar, wenn Sie professionelle Folien haben, wirkt es, oder wenn Sie gute Folien haben, wirken die einfach professioneller. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Sie bleiben einfach viel besser auch in Erinnerung und wenn Sie mal überlegen, wie viel Zeit Sie investieren in die Vorbereitung und wie viel Zeit die Teilnehmer investieren, dann muss man überlegen, wenn Sie gute Folien haben, ist die Zeit auch gut investiert, weil dann ist keine Zeitverschwendung. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Glaubwürdigkeit. Wenn ich gute Folien habe, bin ich auf jeden Fall deutlich glaubwürdiger, als wenn ich schlechte Folien habe. Jetzt weiß ich schon, der eine oder andere hat hier schon ein paar Fotos gemacht. Das ist auch vollkommen in Ordnung, kann weiter so gemacht werden. Ich habe auch ein Handout. Wer möchte, kann das Handout von mir bekommen. Einfach hier kontakt@inflow-academy.de eine Mail schicken. Dann gibt es dort die aktuellen Trends. Genau, was sind die drei Fehler, die die meisten machen? Der erste Fehler ist, viele gehen immer von der Ich-Perspektive aus. Also was muss ich erzählen und nicht, was brauchen die Zuschauer? Oder was braucht die Zielgruppe, die dort sitzt? Das heißt, ich muss mich reinversetzen, muss also empathischer werden, überlegen, okay, was braucht meine Zielgruppe? Warum ist das wichtig? Weil ich, wir haben das vorhin schon gehört, weil ich eine gute Verbindung aufbauen will zu meinem Publikum,
Und diese Verbindung kann man natürlich aufbauen im Einzelgespräch, zum Beispiel beim Schneeschippen, wie man es jetzt hier sieht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber als Referent habe ich nicht immer diese Möglichkeiten. Aber trotzdem ist es wichtig, eine Verbindung aufzubauen, weil ich nämlich aus dieser Verbindung heraus Vertrauen schaffen kann. Nur wenn ich eine gute Verbindung habe, gibt es auch Vertrauen. Und wenn ich Vertrauen habe, was kann ich dann tun? Das dritte V, nämlich etwas verkaufen. Eine Idee, eine Botschaft, ein Produkt, ein Service. Und das sind die sogenannten drei Vs. Ja, und um eine gute Verbindung aufzubauen, braucht es auch gute Folien. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Übung, eine kleine Aufgabe. Was ich jetzt erzähle, sind ein paar Basics, aber die sind extrem wichtig, auch in Zukunft. Deswegen Aufgabe. Alle soweit dabei? Mal kurz nicken, ich weiß, es ist schon kurz vor Mittag, aber die Aufgabe ist ganz einfach. Sie erfassen mal bitte die Folie, die Sie jetzt gleich sehen und merken sich das, was auf der Folie zu sehen ist. Gleichzeitig erzähle ich Ihnen was, was auf der, zu dieser Folie, und das merken Sie sich einfach auf. Nochmal kurz nicken, dass ich weiß, Sie sind noch dabei. Ja, okay, ich war ein bisschen Gymnastik brauchen wir. Gut, hier ist die Folie. Ja, sollte jetzt kommen. Da ist sie. Und Sie sehen, unten steht Zitate, Gesetze, Quellenangaben müssen auf jeden Fall wortwörtlich genannt werden. Und wir hatten einen Kunden, für den war es extrem wichtig, dass unten in der Fußzeile stand, dass diese Folien keine Rechtsberatung darstellen. Die hatten sogar eine interne Verwaltungsvorschrift, Paragraph 10a bis G, wo das exakt geregelt war. Und ja, die haben damit einfach Gerichtsprozesse vermieden, was eigentlich eine sehr coole Sache war. So, wie ging es Ihnen jetzt so? War gut, gell? Ich denke auch so, die meisten von Ihnen, wer ist denn mitgekommen? Mal kurz Hand hoch, wer ist eben mitgekommen? Oh ja, jetzt, du kennst die Folien schon. Also ungefähr 1% der Menschen schaffen das, gleichzeitig zuzuhören und gleichzeitig zu lesen und zu verarbeiten. Die meisten Menschen schaffen das nicht, also 99% der Menschen schaffen das nicht. Für die ist es besser, wenn man das hier so macht, wie Sie es jetzt hier sehen. Ich mache eine Animation, teile die Informationsmenge ein, relativ einfach. Man kann natürlich auch, oder genau, also wir unterscheiden dabei zwischen Live-Präsentation und der selbsterklärenden Präsentation. Das heißt, bei der Live-Präsentation brauche ich zwingend einen Referenten, damit es spannend ist. Wenn ich den nicht habe, ist es nicht spannend. Also wenn ich, das Thema ist auch, wenn ich ein Bild zeige, dann will ich eine Erklärung haben von dem Referenten dazu. Wenn ich das aber als selbsterklärende Präsentation habe, wenn nur das Bild zu sehen ist, sage ich als selbst, bei einer selbsterklärenden Präsentation, sage ich, was soll das? Verstehe ich nicht. Das heißt, ich brauche dann den Text dazu, und deswegen gibt es bei der selbsterklärenden Präsentation immer mehr Text. Dieses, was wir jetzt hier sehen, ist das Kerndilemma der Präsentationstechnik. Das haben alle Unternehmen, das haben alle Organisationen, das hat jeder Referent. Wie viel bringe ich auf die Folien, wie viel lasse ich weg? Die einen sagen dann den Tod durch PowerPoint, wenn zu viel draufsteht, also wenn ich selbsterklärende Präsentationen vortrage. Und ja, die anderen sagen, lass die Folien gleich weg. Ja, man kann natürlich auch die andere Variante, ich lese die Folien vor. Was passiert, wenn ich die Folien vorlese? Der Kollege Andreas Bornhäuser sagt immer dazu, das ist betreutes Lesen. Gut, ich zeige Ihnen mal eine Folie von einem Erfinder, der zu uns kam. Der hat ein sogenanntes D-Valve erfunden, also ein sogenanntes Ventil, ein neues Ventil. Hier sieht man eine Textfolie, und wir sind dann hergegangen, haben gefragt, was ist dein Ziel? Und er sagt, ich möchte einen Investor gewinnen. Investoren lieben schwarze Hintergründe. Also haben wir den Hintergrund schwarz gemacht. Dann haben wir überlegt, wie ist die Storyline, was sind die wichtigsten Botschaften? Die haben wir in die Kopfzeile gepackt, wie man es jetzt hier sieht. Dann haben wir geguckt, jetzt haben wir einen Parameter hier, die Schaltgeschwindigkeit, die Schaltfrequenz von diesem Ventil, und sind hergegangen und haben im PowerPoint eine Schaltanzeige gebaut. Sie sehen hier die einzelnen Elemente mit Halbkreisen, das reingebaut, ausgestanzt, dann wieder zusammengeführt und so weiter, einzelne Elemente hinzugebracht, so dass ich im Prinzip ein komplettes Schaltinstrument habe mit dem Zeiger. Und jetzt bringe ich dieses auf die Folie. Und das Spannende ist, jetzt habe ich die drei nebeneinander stehen, was auch ein sehr gutes Überzeugungsargument ist, wenn Sie Dinge gegenüberstellen auf Folien, also vorher, nachher, ohne, mit und so weiter. Es sind super überzeugendes, sind super überzeugende Folien. Das haben wir hier auch gemacht. Sie als Laien erkennen jetzt auch, dieses Ventil ist schneller, weil der Zeiger nach rechts ausschlägt.
Dann haben wir hier unten weniger Energieverbrauch und Lower Operation ist weniger Abrieb. Dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Dann haben wir gesagt, okay, wir könnten jetzt einen Erklärfilm bauen, haben aber dann uns entschieden, wir lassen den Referenten das erklären. Wir sehen, wie wir es gemacht haben. Wir haben im Prinzip einen Halbkreis genommen, den extrudiert, gedreht. Dann haben wir eine Fläche eingefügt, ausgeschnitten, Linien eingefügt und das Ganze animiert. Das ist das Ventil. Und das haben wir dann auf der Folie auch wieder gegenübergestellt. Jetzt kann der Referent hingehen und kann das Ganze erklären. So, Folie, Präsentation lief gut, Mission accomplished. Also er war erfolgreich, hat auch einen Investor gefunden. Die Aufgabe, die Sie sich stellen müssen, ist, was ist das Ziel Ihrer Präsentation, was wollen Sie erreichen und was ist wichtig für Ihre Zuschauer? Das sollten Sie mitnehmen, also da sich mit auseinandersetzen, was brauchen Ihre Zuschauer? Der zweite Fehler, den viele machen, viele Präsentationen sind langweilig. Sie müssen spannend sein. Jetzt sagen Sie, boah, wieso müssen die spannend sein? Warum? Weil ich sonst keine Aufmerksamkeit habe. Die Leute hören mir nicht zu. Also ist es wichtig, spannend zu sein. Und Aufmerksamkeit, wie kriege ich die? Da zeige ich Ihnen ein paar Dinge, wie Sie spannender präsentieren können. Wie schaffen Sie es, spannender zu sein? Ich habe hier ein einfaches Beispiel mitgebracht. Sie sehen hier ein normales Diagramm. Haben Sie wahrscheinlich schon zigfach gesehen. Wenn ich das Diagramm aber umbaue, dass es so aussieht, ist es auf jeden Fall interessanter und spannender, weil es etwas ist, weil ich es in der Form noch nicht gesehen habe. Oder das hier, eine typische Cockpit-Folie, zum Beispiel für Status-Reports, für monatliche Reports und so weiter. Das kann ich natürlich auch umbauen, indem ich zum Beispiel Zahlen hochzählen lasse. Erzeugt auch wieder Aufmerksamkeit, ist deutlich spannender, als wenn ich das statisch darstelle. Wie macht man das in PowerPoint? Zahl einblenden, die 01 einblenden, die 01 ausblenden, die 02 einblenden, die 02 ausblenden und so weiter. Und das macht man 99 Mal und dann löscht man die Zahlen weg, die man nicht braucht. Dann kann man das immer wieder duplizieren. Standardfolie hier auch wieder, typisch Bild, nur mit ein bisschen Text, ist Standard, ist nicht so spannend. Wenn ich es aber spannend mache, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich baue ein 3D-Objekt ein und das ist auch einer der Trends. Das heißt, wir sehen immer mehr 3D, das ist das, was ich Ihnen auch mitgeben kann. Nutzen Sie die 3D-Bibliothek zum Beispiel von PowerPoint, da sind über 5000 Elemente mittlerweile schon drin, die man nutzen kann, um damit seine Präsentationen aufzuwerten, zu veredeln. Hier in dem Beispiel haben wir ein Fahrzeug genommen, das kann man auch importieren, die 3D-Daten, damit wird das auch spannender. Auch hier wieder ein weiteres Beispiel habe ich von einem Kunden mitgebracht. Der sitzt hier vorne auch in der ersten Reihe. Das ist der Markus Klimisch. Er bezeichnet sich als Talentemagnet und beschäftigt sich mit dem Thema Recruiting. Das heißt, wie komme ich an neue Mitarbeiter? Und derjenige, der sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, wie kompliziert und schwierig das ganze Thema ist, aber er hilft den Menschen dabei. Und Sie sehen hier die Präsentation, die wir für ihn gemacht haben, eine Teaser-Präsentation, die zeigt, wie er arbeitet, auf was man achten sollte. Und wer sich die Präsentation natürlich nochmal anschauen will, kann auch auf seine Seite gehen, talentemagnet.de. Genau. Ein weiterer Trend ist das hier, dass wir sehen oder Spannung erzeugen, zum Beispiel indem wir einer Roadmap folgen. Das heißt, ich habe hier eine Straße eingebaut und folge dieser Straße, kann zum Beispiel ein Projekt sein oder auch einfach ein Weg, den ich aufzeigen will, ein Vorgehen. Und wir haben jetzt hier zum Schluss wieder die ganze Straße, die man sieht. Der Aufwand dafür mit der neuen Morph-Funktion von PowerPoint ein paar Minuten. Das heißt, man kann innerhalb von Minuten sowas erzeugen, aber das erzeugt auch wieder die Aufmerksamkeit. Das ist die sogenannte Morph-Funktion. Ja, die Frage ist also, wie schaffst du es, spannend zu sein? Was müssen Sie in Ihre Präsentation reinbauen, damit Sie Ihre Zuschauer abholen, damit sie aufmerksam sind? Ein Punkt ist auf jeden Fall, den man schon mitnehmen kann, Animation erzeugt Aufmerksamkeit. Das ist einfach urzeitlich bedingt bei uns. So, der dritte Punkt, viele präsentieren noch so wie Dinosaurier. Das heißt, haben noch so Steinzeitdesign und davon müssen wir ein Stück weit wegkommen, weil, überlegen Sie mal, Sie haben ein neues Produkt, ein neues Thema und jetzt präsentieren Sie das mit Folien, die 10 Jahre alt aussehen. Ist nicht so prickelnd. Ich vergleiche das immer mit Folgendem. Stellen Sie sich mal vor, ich habe hier einen Apfel,
der ist gelb-rot, schön poliert, so wie man aus dem Supermarkt kennt, so ein Jona Gold zum Beispiel. Hier habe ich einen, der hat braune Stellen und ist so ein bisschen, hat eine Oberfläche, die ein bisschen verschrumpelt ist. Was schätzen Sie? Wer kauft welchen Apfel? Der eine oder andere lacht schon. 80% der Menschen kaufen diesen schönen Apfel, der schön aussieht. 20% den hier, weil sie damit vermuten, dass es ein Öko-Apfel ist. So unterschiedlich sind die Zielgruppen. Aber um was es mir geht, ist die Verpackung. Die Verpackung muss zu der Zielgruppe passen. Und da ist genau der Punkt, wo wir innovativ einsteigen können. Ja, zum Beispiel, das hier ist innovativ. Ein augenförmiger Fernseher. Damit Kinder beim Fernsehen gucken nicht mehr eckige Augen bekommen. Das ist doch cool, oder? Apropos eckig. Was momentan total in ist, und das ist nicht nur aktuell, sondern es ist schon seit ein paar Jahren, es ist das sogenannte Kacheldesign. Das heißt, beim Kacheldesign löse ich mich von den Bullet Points und verabschiede mich von Bullet Points. Alles, was keine Bullet Points hat, sieht modern innovativ aus. Alles, was Bullet Point hat, sieht nach Standard PowerPoint aus. Was passiert bei uns? Der Rolladen fällt runter. Interessant sind auch neue Formen, also zum Beispiel Sechsecke oder Vielecke, wie wir es jetzt hier sehen in dem Beispiel. Das heißt, wir verabschieden uns von Kreisen, von Vierecken, von Dreiecken. Das ist einfach langweilig. Wenn wir neue Formen sehen, ist es wieder spannender, wird als innovativer wahrgenommen. Ich habe hier noch ein Beispiel, auch wieder so in Richtung Kacheldesign mit fünf Ecken. Das heißt also, eigentlich sind es keine richtigen Ecken, es sind ja abgerundete Ecken. Gut. Noch ein weiteres Beispiel, das ist eine sehr solide, sauber aufgebaute Folie. So wie wir sie von vielen Speakern auch kennen, vielen Präsentationen. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein nächster Schritt, weil hier ist nicht zu viel Information drauf. Jetzt die Frage ist, wie kriege ich sowas moderner, innovativer hin, dass es noch frischer aussieht? Und das sieht dann so aus, dass ich sogenanntes isometrisches Design verwende. Das heißt also, so quergestellte 3D-Objekte reinbaue. Und da haben wir es wieder mit den 3D-Objekten, die da drin sind. Das ist das, was ich Ihnen hier an der Stelle auch mitgeben kann. Hier nochmal ein Beispiel aus dem Bereich Blockchain. Standardfolie, so wie wir es hier sehen. Wenn ich die Folie verändere in Richtung isometrisch, sieht sie so aus. Das ist, wirkt neue, innovative und das ist das, was ich Ihnen an der Stelle hier mitgeben kann. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Bilder in Formen einbauen. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Wer von Ihnen würde gerne ein bisschen mehr Sport treiben? Mal kurz Hand hoch. Okay, die meisten von Ihnen, ich habe eine Lösung für Sie. Die sieht so aus. Und ich habe für alle was mitgebracht. Genau, ich habe hier eine schöne Packung Sport mitgebracht. Also wer Lust hat, ich lasse hier vorne stehen, können gerne alle nachher zugreifen. Bilder, habe ich ja eben schon gesagt, bauen wir in Formen ein, so wie wir es hier sehen. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe im Prinzip eine Form eingefügt, habe die Form abgerundet, über Punkte bearbeiten, füge hier noch weitere Formen ein, kombiniere das Ganze und lege dann das Bild da rein. Das ist eine Möglichkeit, Bilder interessanter, spannender darzustellen. Ja, ich finde den Satz fand ich ganz gut. Ich würde mich ja geistig mit dir duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet. Also ich wende den auch öfters mal an. Das ist schon... Ein weiterer Trend ist das hier. Das kennen wir alle so aus dem Social Media. Das heißt also, und das greift jetzt langsam auch so bei Präsentationen Fuß, das heißt, wir bauen im Prinzip Farbelemente in Präsentationen rein und machen die dadurch interessanter, spannender. Was wir jetzt hier sehen, ist auch ein Trend, das haben Sie schon gesehen bei meiner Einleitungsfolie, nämlich als ich das Wort Präsentationstrends stehen gehabt habe, dass wir hergehen und tatsächlich mit Schrift sehr stark arbeiten. Das heißt, wir gehen wieder in das Spielerische bei Schrift rein. Wie man hier sieht, jeder Buchstabe ist anders und damit können wir uns unterscheiden, weil wir sind heute alle in der Lage, Schriften in beliebiger Menge im Internet runterzuladen, in unsere PowerPoint einzubinden und das sieht immer irgendwie alles gleich aus. Ein Trend ist, dass wir praktisch mit sowas hier arbeiten. Ein anderer Trend ist, dass wir mit zusätzlich noch mit
einem sogenannten metallischen Effekt arbeiten, so wie wir es jetzt hier auch sehen. Das heißt also, das ist etwas, was wir auch zukünftig noch mehr in Präsentationen sehen werden. Und wir haben hier auch in dem Beispiel, sieht man sehr gut, dass da auch unterschiedliche Schriften verwendet wurden. Das ist einer der Trends, die ich Ihnen mitgeben kann, um Ihre Präsentation wieder außergewöhnlich zu machen, unique zu machen. Denn was wir wollen, ist natürlich auch immer Einzigartigkeit. Wir wollen, dass Präsentationen einzigartig sind und dass die mit uns verknüpft werden. Insofern lohnt es sich schon, an Präsentationen zu arbeiten. Und heute muss man ein bisschen mehr tun, als nur das Corporate Design einzuhalten, sondern man braucht auch darüber hinaus Elemente, die eine Präsentation unique machen. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, wie innovativ sind Ihre Präsentationen jetzt aktuell? Wo wollen Sie hin? Wir müssen das nicht bei jedem Thema machen. Also wenn ich einen Statusreport habe pro Monat zum Beispiel oder einen Statusreport beim Projekt, brauche ich jetzt nicht die hypermoderne Präsentation. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ein neues Produkt einzuführen, ein neues Thema zu launchen, dann macht es durchaus Sinn, innovativ an den Start zu gehen und das Ding ein bisschen anders darzustellen. Bleibt besser im Kopf und ist noch spannender. Ja, das waren die Präsentationstrends 2020. Und wer das lernen möchte, hat mehrere Möglichkeiten, bei uns einmal Seminare zu buchen, zum Beispiel 1 oder 3 Tage, finden Sie auf inflow-academy.de. Oder was wir demnächst machen werden, nächstes Jahr ist eine 12-Wochen-Ausbildung. Da gibt es jede Woche online gibt's ein paar Lektionen, die man lernen kann. Und es gibt ein Live-Coaching jede Woche. Das heißt, man kann seine Präsentation mitbringen und kriegt dann direkt eine Rückmeldung, was man optimieren kann, dann kann man in der nächsten Woche wieder dran arbeiten, kriegt das dann wieder mit. Und zum Schluss gibt es noch mal einen Tag, wo man das Ganze vertiefen kann. Wir sind noch in der Konzeption, wir sind also noch in der Beta-Phase. Wer daran Interesse hat, wir wissen also zum Beispiel noch nicht den Preis, wir haben noch keine Termine, wer da Interesse dran hat, einfach auf inflow-academy.de/PEM, also Presentation Excellence Master, gehen und sich dort einfach schon mal unverbindlich eintragen. Dann schicken wir Infos zu. Ja, in diesem Sinne möchte ich mit meinem Credo zum Schluss enden, nämlich ein Leben ohne PowerPoint ist möglich, aber sinnlos. Danke. Danke dir, Matthias. Darf ich dich kurz noch was fragen? Ja. In diesen Workshops, die du machst oder Seminaren, bekommt man da auch eine Beratung, was für die eigene Branche jetzt sinnvoll ist an Sprache? Weil ich kann ja jetzt nicht, was du da so virtuos gezeigt hast, auf jede Branche anwenden. Oder sagst du, doch kann ich? Nee, das ist branchenspezifisch auf jeden Fall. Ja. Da kriegt man dann schon von dir auch so eine Wegrichtung vor, was Sinn macht. Und also wir haben ein Modul, das sind wir Live-Optimierung, auch in den Seminaren, wo Teilnehmer ihre Präsentationen mitbringen können und dann schrauben wir an diesen Präsentationen und dann kriegt der Teilnehmer auch eine Idee, wie sowas aussehen könnte. Und dann geht man aus dem Workshop raus und hat so ein Ding stehen sozusagen. Ja, nicht die ganze, aber vielleicht 1, 2 Folien, wo man eine Idee hat, okay, so könnte ich meine Präsentationen verändern. Okay. Ja. Und dein Ring, den du da hast, ist auch ein Trend? Weiß ich nicht, aber den... Hat das jemand mitgekriegt? Das ist ein Presenter? Ja, das ist so ein... Genau, ein sogenannter Ring-Presenter gibt es im Online-Handel, kann man den sehr gut erwerben. Black Friday heute. Stimmt, genau, heute ist Black Friday. Wunderbar. Genau, ja. Danke dir, Matthias. Ja, vielen Dank.